Und damit herzlich willkommen zurück bei The Sword of Mana. Beziehungsweise nur Sword of Mana. Wie gesagt, Blind LP, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang muss. Aber ich laufe jetzt erstmal alles ab. Ich werde versuchen, im ganzen Spiel alles mal durchzuchecken. Ich habe da oben eben schon eine Kiste gesehen. Hier ist Wasser. Also ich schätze mal, ich muss hier unten lang. Gehen wir doch einfach mal lang. Ah! Ist da jemand in Gefahr? Schnell hinterher. Pass auf! Sieht aus wie Sora. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Oh, ich bin okay, danke. Aber ich muss jetzt weiter. Es ist viel zu gefährlich für dich, alleine zu gehen. Ich kann dich begleiten. Was eine krasse Anmache. Keine Sorge, ich bin in Ordnung. Ich kann alleine nach Hause gehen. Aber was, wenn dich wieder ein Monster aus dem Hinterhalt angreift? Moment mal, du kommst doch nicht etwa aus dem Grenzimperium, oder etwa doch? Sehe ich etwa so aus, als käme ich aus dem Grenzimperium? Moment, was war das für ein Geräusch? Na gut, kannst du mich nach Toppel begleiten? Toppel? Perfekt, da wollte ich selbst gerade hin. Wir können zusammen gehen. Okay, das Dorf Toppel liegt nordöstlich von hier. Mein Name ist Tobias, wie heißt du? Ich heiße Sora, nett dich kennenzulernen. Sora? Dasselbe Name wie... Nein, unmöglich. Sora hat sich dir angeschlossen. Ein Junge aus dem Dorf hat mich gebeten, auf dieser Wiese nach seinem Buch zu suchen. Hilfst du mir? Ja klar. Danke, das ist mir eine große Hilfe. Oh, mit deinem Schwert kannst du das Gras mähen. So finden wir das Buch bestimmt schneller. Und wie? Achso, okay. Bring Cloud, was ist das? Ich hab's! Danke, jetzt können wir nach Toppe gehen. Okay, so, jetzt gucken wir jetzt erstmal. Waffen. Schwert. Okay. Da können wir wohl nicht viel machen. Status. Tut mir leid, aber ich muss mir jetzt erstmal alles angucken. Kann ich mir auch irgendwie anders was ausrüsten? Nee. Okay. Status. Aha. Das habe ich mir eben, glaube ich, noch gar nicht angeguckt, oder? Sie ist schon Stufe 5! Bitch, please. Nein, da wollte ich zwar nicht, aber egal. Ein Eichenstab aus Eichenholz. Ach, kann ich mir nachher auch Waffen? Oder? Das ist egal, das werde ich mir nachher nochmal gucken. Ach, ich habe Objekte vergessen. Objekte mit seltsamen Effekten. Block Gegner, die sehen an. Nee. Das muss nicht sein. Ach, da unten ist meine IP-Leiste, denke ich mal. Fahrt nach Toppel. Sieht so aus, dass meine EP-Leiste ist irgendwie. Sieht jedenfalls grob danach aus. Okay. Krepier! Yes! Wo ist sie? Ist da was? Hey, was sagen? Komm hier. Wie lange? Wo ist sie hin? So. Sie geht die ganze Zeit irgendwo hin, ey. Ich weiß gar nicht, was sie hat. So. Ah, ich bin vergiftet. Nee, Truhe. Bonbon. Bin ich vergiftet oder was kann ich jetzt drücken? Drücken wir mal irgendwas. Select. Ach, so kann ich wechseln. L1, R1. Fahrtenverbot. Achso, kann ich einen Spezialangriff machen, oder? Ja, tatsächlich. Alles klar. Also, es ist keine IP-Leiste. Na dann. Uff. Ja, ich kann nicht erfahren. Okay, mein Schwert ist irgendwie Level up, denke ich mal. Irgendwie. Irgendwas passiert. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Eine Kiste. Tierfleisch. Yum! Fleisch ist mein Gemüse. Dann gucken wir erstmal. Heilobjekte. Achso, das sind alles so. Alles klar.
Tierfleisch. Hilft mir vorne Gegner. Fleischsorten? Okay, gut. Können wir kurz auf Waffen. Schwert, Angriffsart, Schlitzen. Fahrt noch doppelt. Komisch. Ah, stirb! Ich weiß, dass hier eine Kiste war. Hier müssen wir. Hier können wir hoch? Okay. Können wir hier noch weiter links? Ja, hier war die Kiste. Und da war was Glitzerndes. Bonbon. Da war was Glitzerndes. Da muss ich hin. Tut mir leid, aber ich will ja alles entdecken. Ich will da noch nicht hin, ganz ehrlich nicht. Tut mir echt leid, ne? Aber ich will das alles erfahren hier. Darum mähe ich auch gerade das... Ich mähe gerade das Gras. Gras. Rasenmäh. Kann ich hier hochrennen? Bin ich denn schon doppelt? Doppelkanone. Ach, die muss ich wahrscheinlich benutzen, um da hinzukommen. Das möchte ich aber noch nicht. Ich möchte jetzt erstmal... Komm her, da. Zack. Schlitz dich. Wo ist sie jetzt? Da oben. Sie hängt ja fest. Ist klar. Zack. Muss man auch... Am besten mal Augen aufmachen. Ja. Oh na, Kiste. Runder Samen. Gucken wir uns doch gleich an. Zum Dorftoppel. Oh, eine Kiste. Ja. Engelskelch. Wahrscheinlich eine Phönixfeder wie bei Final Fantasy. Ah. 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 So. Okay, zurück. Ich will unbedingt sehen, was das war. Aber ich kann nebenbei auch ein bisschen EP farmen, denke ich mal. Jetzt krepier. Ich bin fast tot. Ich glaube, ich lasse die ganzen Gegner mal aus ein bisschen. Ich schlafe mir gerade. Ich will sehen, was dieses Glitzernde war. Ja, egal. Was mach ich denn? Komm. So, irgendwas glitzerte da. Da. Hast du es gesehen? Warum komm ich da nicht ran? Ich komm da nicht ran. Warum komm ich da nicht ran? Fuck it. Jetzt bin ich die ganze Zeit nur am Suchen hier, ey. Critical. Nochmal Critical. So. Und eine Kiste. Ah, ein Bonbon. Wunderbar. So. Erstmal heilen. Ich habe noch 10 Leben, merke ich gerade. Ein Dropchen. Samen. Saatgut. Also ich kann nachher auch anbauen oder was. Hilf gegen Fauna-Gegner. Benutze einfach mal. Okay, hat nichts gebracht. Ach, warte, ich scheiße jetzt mal drauf. Ich mach das nachher, wenn ich fast tot bin. So. Okay. Ich komme also nicht dahin, wo es glitzert anscheinend. Dumm irgendwie auch noch nicht. Yes! Level up, denke ich mal. Wie kann ich das jetzt irgendwie kontrollieren? Ah, im Start, alles klar. Wie lange klar sind die? Kämpfer? Kampfsportlerin? Kampfsportler? Magie, Kleriker, Dieb, Zufall. Ich bin momentan nur am Metzeln. Ich mach Kämpfer. Ich komme wieder voll live. Hätte ich jetzt eh nichts machen müssen. Oh, verpiss dich. Ah! Mein Feedback bis jetzt ist auf jeden Fall, es ist ein super Spiel. Es ist echt geil, finde ich jetzt. Bam. Natürlich ist es blind, ich muss jetzt erstmal auch erstmal reinfinden. Und wir sind in der Stadt angekommen. Danke, dass du mich bis hierher gekleidet hast. Naja, kein Problem, habe ich zu gern gemacht. Nein, ist sie etwa... Erstmal das Haus rein. Wir sollen Ketzer sein? Du machst wohl Witze. Hä? Wer ist da? Was schleißt du dich so rum? Du wirst hier nichts finden. Rein gar nichts. Los, so viel du willst.
Wir glauben nicht an die Mamana-Göttin. Du kannst jetzt wieder gehen. Omas Porträt. Omas Porträt. Okay. Kann ich irgendwas machen? Nichts Ungewöhnliches hier. Hier ist bestimmt irgendetwas. Hier ist Razzia. Aufmachen, Polizei. Mana für Anfänger. Oh oh. Mana für Anfänger. Okay. Du willst hier nicht rein. Okay. Er hält mich anscheinend. Worüber hast du mit Opa geredet? Bäh, ich weiß es sowieso. Du kommst aus dem Imperium, um die Anhänger der Mana-Göttin zu verhaften. Siehst du, wie schlau ich bin? Was brabbelst du denn da für einen Unsinn? Geh dem netten Soldaten nicht auf die Nerven. Wir glauben doch nicht an so einen lächerlichen Aberglauben. Nein, ich will nicht länger meine Überzeugung verleugnen. Ich glaube an die Mana-Göttin und wenn du ein Problem damit hast, dann musst du mich halt töten. Mein edler Herr, bitte vergib diesen Jungen. Er ist das kleine Kind zu oft auf den Kopf gefallen. Er weiß nicht, was er da redet. Na los, töte mich schon, wenn du dich traust. Na wird's bald. Oh, heilige Mutter des Mana. Das war's dann wohl. Jetzt ist alles aus. Bist du etwa gar kein imperialer Soldat? So sieht's mal aus, Bitch. Oh, ich dachte, du wärst einer der Schergen des Schattenherrschers. Da habe ich mich wohl geirrt. Warum kommst du nicht rein? Du weißt es vermutlich, aber der Schattenherrscher... Hör mit der Entschuldigung auf. Tut mir ja so leid. Es ist nur so, dass der Schattenherrscher seine Ketzerjäger auf alle Gläubigen hetzt. Und in unserem Dorf gibt es so viele Gläubige, dass wir gebrandmarkt wurden. Es ist eine grausame Geschichte. Muss ich mir das jetzt anhören? Dann verrate mir... Was? Was willst du wissen? Wie kann ich den Schattenherrscher bezwingen? Den Schattenherrscher bezwingen? Das meinst du doch wohl nicht ernst. Du? Alleine? Du willst den Schattenherrscher kalt machen? Spitze! Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Aber das wird nicht einfach sein. Er hat Heerscharen von Untergebenen und über menschliche Kräfte. Nur der mächtigste aller Schwertkämpfer könnte es mit ihm aufnehmen. Ohne das Mana-Schwert ist es ganz und gar unmöglich. Das Mana-Schwert? Was genau ist das Mana-Schwert? Ich habe genau gesehen, wie deine Augen aufgeleuchtet haben, als ich das Schwert erwähnte. Der weise Shiba in Wendel weiß mehr darüber. Wendel liegt zwei Gebirge von hier entfernt. Es ist eine riesengroße Stadt. Ich kann den Schattenherrscher also mit dem Mana... Also eigentlich heißt es ja nur mit dem Mana-Schwert besiegen. Ich kann den Schattenherrscher also mit dem Mana-Schwert besiegen. Auf nach Wendel. Fast hätte ich es vergessen. Man weiß nie, was da draußen für Gefahren lauern. Nehmen wir das hier mit. Magische Seil erhalten. Dieses Seil bietet göttlichen Schutz. Wenn du es benutzt, schickt es dich automatisch zur letzten Mana-Statue, zu der du gebeten hattest. Hast. Ist das nicht super? Ich hoffe, du bist dankbar. Gib dein Bestes da draußen. Danke. Und mit diesen netten Worten des alten Mannes verabschiede ich mich für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich habe gar nicht erwähnt, was wir im letzten Part gemacht haben. Krass. Aber es ist so viel Monolog hier. Ich komme eigentlich gar nicht zum Erzählen. Jedenfalls wünsche ich euch von hier an einen traumhaften Tag noch und bis zum nächsten Part. Tschüss.